zusammen zum Fotiblog, zu einer neuen Ausgabe, und zwar heute geht es um das Thema Essen. Food-Fotografie, für mich ein Thema, da wage ich mich ungern an, ich finde das recht kompliziert. Dann weiteres Thema, ich kann irgendwie mit dem Essen nicht reden. Ich habe aber jemanden, der extrem gut ist in diesem Genre heute da, und das wäre Marco Zaug. Hoi Marco. Ciao, Uli. Hoi. Food-Fotografie, warum Essen? Warum Essen? Ja. Bei mir dreht sich eigentlich alles so ein bisschen im Essen in meinem Leben. Ja, ich bin gelernter Koch. Von dem her gibt es bei mir eigentlich immer. Dreht sich bei mir irgendwie alle Gedanken ums Essen. Und ich habe lange gekocht, aber wollte eine Veränderung. Wollen. Und ja, bin dann so ein bisschen in die Medienbranche gerutscht. Das heisst, für dich hast du keinen Bock mehr gehabt, da, Abendservice und Stress und sowieso, sondern das Gedigene kochen, ausprobieren, kreativ sein, neue Sachen. Das war für dich so der Grund gewesen, um diesen Fall. Ja, der Hauptgrund war eigentlich schon, gewesen, dass die Arbeitszeiten eigentlich wirklich mega schlecht sind. Mega asozial gegenüber Freunden. Und der Freundin Lohn im Gastgewerbe ist eben nicht so der Brüller. Lohn ist auch nicht so cool, nein. Wirklich nicht. Ich habe dann eine Hotelfachschule gemacht und dachte, ich könnte mich vielleicht irgendwie ein bisschen weiterentwickeln. In dieser Gastro-Hotellerie-Szene irgendwie. Aber ich habe dann eigentlich schon gemerkt, dass das nicht wirklich für mich etwas ist. Ich war schon immer fasziniert von Kochbüchern, Kochsendungen im Fernsehen. Heftli. Lieblingskochsendung an dieser Stelle? Lieblingskochsendung? Ja. Ist im Moment so, läuft auf Weiss, Fuck That's Delicious. Okay. Mit Action Bronson, ist so ein fetter Rapper, der so lustige Sachen kocht. Ich fand den Taste noch cool gefunden mit dem Löffel. Das war im Deutschen, gewesen, oder? Den habe ich gesehen. Ich schaue nicht so deutsche Kochsendungen im Moment. Nein. Ja. Aber beeinflusst hat mich ganz klar irgendwie Jamie Oliver. Dort ist er so aufgekommen, als ich gerade so in dieser Phase war. Das ist ja so der Pionier eigentlich. Wo sieht man deine Food-Bilder am meisten? Für die deine Arbeit gar noch nicht kennen. Also, welches Heftchen müsst ihr anschauen? Und dann ist ziemlich sicher etwas vom Herrn Zaug drin. Ja, irgendwie in der Produktion von Betty Bossi. Sei es Bücher, Kochbücher, Kochheftchen, also das Magazin, das wir haben. Oder wir haben sehr viele Küchenhelfer, die wir Rezeptbücher dazu machen. Dort mache ich eigentlich die meisten. Das sind die Kleinen, die man grob mitnehmen kann, oder? Nein, nicht die. Es sind Küchenhelfer wie irgendwie ein Gerät zum Rahmen schlagen oder ein Gutzli-Schablone zum Ausdrucken. Und dort gibt es dann immer Rezeptideen dazu, zu einem neuen Küchenhelfer. Und dort, dort genau. Quasi beim Produkt dabei. Genau, zum Produkt dabei. Das ist so ein bisschen Mehrwert, den wir bieten zu von unseren Küchenhelfern. Welche Food fotografierst du am liebsten? Weil es gibt da ja Unterschiede. Also ich meine, wenn du jetzt ein Untergott, der warm sein muss, da würde ich irgendwie gerne ein bisschen Dampf drin sehen. Und bei einem Glacier muss ich ja die Eis, das Kalte haben. Was fotografierst du grundsätzlich lieber? Warme oder kalte Küche? Ist mir eigentlich ein bisschen Wurst. Ist Wurst? Ja. Keine Herausforderung mehr? Nein, also ich habe gerne eine Challenge. Also von dem her gerne immer ein bisschen abwechslungsreich. So. Also von dem her. Ja, nein. Gerne etwas, was mich wieder mal ein challenge oder so. Aber grundsätzlich sind so die Techniken warm halt oder so. Ist echt, ja, das spielt echt keine Rolle. Aber jetzt, wie läuft so ein Shooting-Tag bei dir jetzt ab? Einfach so ein bisschen Step by Step vielleicht erklärt für Zuschauer, dass man sich mal vorstellen kann, wie viel Aufwand das überhaupt hinter einem so einem Rezeptbild steckt. Mhm. Also ich arbeite meistens mit einem Rezeptredakteur zusammen, wo die Rezepte schon getestet hat. Und dann haben wir Bilder, wie es aussieht beim Testen. Da gibt es meistens kleine Anpassungen, die gemacht werden nach so einem Testessen. Von Inputs irgendwie Zutaten ausgewechselt, Zeug und Sachen. Das besprechen wir dann in einem Briefing vor. Mhm. Auf den Tag an oder für die zwei Tage, je nachdem wie lange man shootet. Und dann stelle ich das Stylingmaterial zusammen mit ihm. Also, Stylingmaterial, das... Das sind Untergründe, das sind Geschirr, das sind Tüchlein, das sind also eigentlich all diese Sachen. Das Dekor rundum. Genau, auch ein Props rundum, genau, okay. Wo man dann auf dem Tisch oder im Hintergrund oder irgendwo sieht. Genau.
Und dann wird das gemacht und dann sind wir am Shooting-Tag, wo der Rezeptredakteur dann die Gerichte kocht und mir quasi so die Komponenten bereitstellt und ich tue es dann meistens auf dem Teller anrichten und shoote es dann. Und dann machen wir im Tag so um die 6-7 Bilder, sage ich mal. Und das sind immer Gerichte? Also das sind, oder kochst du es dann 3-4 Mal, bis jetzt das Rüebli perfekt? Oder machst du es nachher im Photoshop? Gehst du dort dann Ein Rüebli-Stempel. Ja. Ein Rüebli-Stempel. Nein. Eigentlich das, was gekocht ist, mit dem schaffst du einen Take, möglichst heiß. Also ein Take. Und dann sollte es eigentlich verheben, man ist auch so ein bisschen weg von dieser Werbe-Food-Fotografie, sondern es sollte eigentlich möglichst natürlich aussehen, foodig, also ein bisschen so, unaufgeräumt. Nicht mehr so früher. Guter Tipp habe ich mal bekommen, so von wegen, ja, einfach Haarspray, dass es ein bisschen Glanz gibt und so. Das machst du grundsätzlich nicht so gerne in dem Fall. So ein bisschen die, oder wird das auch eingesetzt, dass du mal über so ein feines Untergott einfach so eine Tube Haarspray drüber lässt, dass es mehr glänzt? Ja, das ist irgend so ein Ammenmärchen oder so. Also da hörst du immer irgendwie, wenn es um Foodstyling oder Foodfotografie geht, hörst du irgendwie immer Haarspray. Das ist extrem hart irgendwie bei den Leuten verankert im Kopf. Aber nein, Haarspray gibt es bei mir in Kiste nicht. Ich habe eigentlich ein Wasserspray. So, also zum Tröpfchen machen und zum, so? Zum Tröpfchen machen. Dort kannst du Glycerin rein tun, wenn die Tröpfchen bleiben sollen. Brauche ich aber meistens nicht. Dann machst du so ein bisschen Werbefotografie. Wenn du einen McDonalds-Burger machst und dann an den Tomatenscheiben sollen Tröpfchen kleben bleiben und so. Das machst du dann mit Wasser und Glycerin? Das machst du eigentlich so mit einer Mischung Wasser und Glycerin zum Beispiel. Das wäre jetzt das Höchste, was ich vielleicht machen würde. Aber normalerweise brauchst du ein bisschen Öl, ein bisschen Wasser, meistens für irgendwie Fleisch, das ein bisschen antrocknet oder so. Dann gehst du vielleicht noch ein bisschen pinseln. Mit dem Pinsel, okay. Genau, weil das zieht recht schnell die Flüssigkeit ein und hat dann so eine recht trockene Oberfläche, die du nicht willst. Aber da langt das eigentlich so. Und wenn ich mal irgendwie, sagen wir, ein Gericht mache mit etwas, wo ein bisschen Soße runterläuft oder so, und dann noch etwas im Hintergrund ändert oder so, dann brauche ich vielleicht mal Photoshop und dann mit der Ebenenmaske arbeiten, dass ich zwei Bilder übereinander lege und nehme dann die Soße von da und das dann aufs letzte Bild. Aber jetzt so wirklich, muss man das nicht vorstellen mit Ebenenmaske und du gehst da ein Rüebli maskieren und du dort die Töne noch pushen in den Farben und so. So weit geht es nicht, also sind das Einzelfälle. Das sind Einzelfälle. Sehr einzeln. Ich versuche, meine Posts so klein wie möglich zu behalten. Und bin eigentlich jetzt recht gut zufrieden. Also, ja. Früher habe ich viel mehr Zeit gebraucht in der Nachbearbeitung wie heute. Und haben wir auch. Bin dann eher mal noch einzelne Sachen pushen und so. Versuche das heute ein bisschen einzugrenzen. Aber so. Das ist, weil sich dein Stil verändert hat oder weil die Ansprüche vom Kunden sich geändert haben, die Veränderung, weil das sind ja doch eigentlich zwei Welten, wo wir jetzt davor reden. Eigentlich mein Stil, würde ich sagen. Ja. Ich habe versucht, meine Fotografie und alles, also inklusive Licht und eigentlich alles so simpel reduzieren. Reduzieren, simplizieren, ja, irgendwie ein bisschen. Das ist, ja, alles das, zurückgefahren. Das ist also der berühmte Werbespruch. Reduzieren, bis es nicht mehr geht. Einfach reduzieren, das gehört von jedem Art Director. Irgendwie 100 Mal, genau. Optimieren, gleich reduzieren. Reduzieren ist auch ein Thema in der Küche. Soße einreduzieren, genau. Wenn wir gerade dort sind. Das ist auch etwas, was ich immer spannend finde, eben, wenn du so die dickflüssige Soße dann siehst. Jetzt können wir mal aufs Licht sprechen. Das ist ja meistens so ein Soßenspiegel. Jetzt die Spiegelungen, die das geben kann, oder die Lichteinfälle, die wirst du aber retuschieren müssen. Oder setzt das Licht schon so gezielt, dass du es gar nicht hast? Ich versuche so gezielt zu setzen, ja. Eigentlich. Und dann irgendwie mit Flags oder so zu arbeiten, dass ich das im Shot schon reduzieren kann. Wo siehst du deine Food-Fotografie? In 5 Jahren. Ist die gleich? Ist die neu? Hat er sein eigenes Kochbuch gemacht? Kochbuch ist immer auf der Pedanzenliste. Das möchte ich in 5 Jahren sicher realisiert haben. Ja. Und wo meine Fotografie angeht, das ist noch recht schwierig zu sagen. Wahrscheinlich noch reduzierter, würde ich mal sagen.
Ja. Noch reduzierter, mit was schaffst du denn jetzt eigentlich so kameramässig? Man könnte auch, das nimmt mich jetzt auch noch Wunder, bist du Mittelformat, nicht mehr schwer, oder? Also. Nein, nicht, leider noch nicht. Warum leider noch nicht? Ja, weil das schon noch reizvoll ist, irgendwie, die grossen Kameras. So. Aber, so, ich hätte jetzt ganz schwer gedacht, dass du da irgendwie mit einer Hasselblatt am Arbeiten bist. Ja, nein, meistens hätte ich, also ich hätte es noch nicht viel gebraucht, so grosse Formate. Nein, ich arbeite mit Sony im Moment und bin eigentlich recht happy damit. Und kratzt dort so an dieser Mittelformat-Megapixel-Grenze umeinander. Ja, das stimmt. So, also mit dieser grossen bist du wirklich hart an den Grenzen eigentlich zu dem Quantensprung. Also in dem Fall ist für dich auch in diesem Bereich weniger Material ist mehr. Also weniger Licht und ja, genau. Auf das will ich eigentlich raus. Weniger Licht, das bin ich heute schon dran. Ich arbeite meistens mit einer Lichtquelle, wenn ich im Studio bin. Also ein Blitz, der von einer Seite kommt und dann vielleicht irgendwie einfach abschalten und aufhellen. Ja. Aber am liebsten, wenn ich könnte, möchte ich eigentlich nur Tageslicht arbeiten. Wenn es möglich wäre, irgendwie. Der Umwelt zu lieb oder weil du faul bist, zum Blitz aufstellen? Schöner Moment. Beides vielleicht ein bisschen. Nein, Food-Fotografie wirkt meistens am natürlichsten bei natürlichem Licht. Das ist irgendwie lustig. Ja. Und wenn du Reflexe auf irgendwie so ein Fenster drin hast oder so, das ist einfach recht sexy. So. Jetzt, weitergehend würde ich noch gerne, wo findet man dich in den sozialen Medien? Das darfst du sonst gerade direkt dort rein sagen. Sieht man es dann da oder da? Oder da. Nein, wir finden mich auf Instagram und auf Facebook vor allem unter Bilderküche. Bilderküche. Genau. Jetzt, was ich auch immer sehe, apropos Instagram, ich bin auch einer von denen und ich nerv mich selber ab denen, die ihr Essen die ganze Zeit fotografieren und das auf Instagram und Facebook postet. Hast du da noch zwei, drei Tipps, wie man vielleicht, wenn man das schon macht, dass es dann auch noch etwas aussieht? So, einfach zwei, drei kleine Kniffs, die den Leuten noch mitgeben. Yes, klar. Lichtquellen. Versucht eine Lichtquelle zu nehmen. Also das Licht am besten ausschalten daheim oder beim Küchentisch. Und dann den Teller so nah wie möglich ans Fenster stellen. Und dann kommt es eigentlich schon ziemlich gut, würde ich mal sagen. Und ausschnittmässig, so das klassische oben, gerade oben runter, das ist ja schon eigentlich eher ist schade. Du hast ja keine Tiefe dann im Ding. Also wenn du wirklich den Teller oben runter, das ist so, aber meistens schaffst du mit dem Smartphone. Und das iPhone oder so eignet sich super. Also die Linse eignet sich super zum oben runter fotografieren, weil du eine schöne Schärfe hast. Und die Leute finden es nach wie vor cool. So. Und bekommst extrem viele Likes für oben runter Food-Fotografie. Und wenn du Tiefe willst, müsstest du halt schon wieder eine grössere Kamera nehmen. So oder ein das iPhone 7 Plus oder mit dem Deep-Effekt. Ich nehme mal schwer an, du hast Fake, das. Fake Bokeh. Nein, ich kann es nicht. Hast du nicht? Nein. Aber ich habe das letztes Mal ausprobiert und war recht überrascht. Also es ist noch cool. Schon. Also klar, Kamera ersetzt es nicht. Das ist immer noch ein Nattel. Marco, danke vielmals, bist du im Tag gewesen. Danke. Und ich wünsche dir gute Reise und spannende Aufträge und alles, alles Gute. Danke. Euch danke vielmals fürs Zuschauen vom Fotiblog. Wenn du das Gefühl hast, hey, Bär, lass mal zu, ich mache voll geile Bilder und habe etwas zu erzählen. Nur zu. blog@fotikästli.ch, schick mir deine Bilder, deine Story. Und wer weiß, vielleicht hockst du schon bald mit mir da und wir reden miteinander. In dem Sinn, schönes Tag miteinander. Tschüss zusammen.